Gut Kick hier vom Elsterweg mit Stefan Lerch, unserem Trainer der Wölfinnen. Stefan, Herbstmeisterschaft ist gebucht. 10 Siege aus 11 Spielen, so kann man starten, oder? Ja, absolut. Sind wir natürlich sehr glücklich darüber, wie es gelaufen ist jetzt. Aber wir wissen auch, der Herbstmeistertitel ist im Grunde nichts wert. Es ist eine schöne Momentaufnahme und es zeigt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir ja bisher eine sehr, sehr erfolgreiche Saison gespielt haben. Aber ausruhen dürfen wir uns da auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt noch 2 Spiele vor der Winterpause und dann haben wir natürlich auch noch eine lange zweite Saisonhälfte und da freuen wir uns drauf. Und ich hoffe, dass wir am Ende den Herbstmeistertitel dann natürlich auch zum deutschen Meistertitel umfunktionieren können. Lass uns einen kleinen Rückblick starten, so auf die Hinrunde. Was lief schon gut bei den Teams und was lief noch nicht so gut? Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass wir einen größeren Umbruch hatten im Sommer. Und da ist es nicht selbstverständlich, dass man dann gleich in den Rhythmus reinkommt, dass man dann vor allem auch so souverän die Spiele angeht. Also gerade was das Spielerische angeht, ist es nicht selbstverständlich, weil man neue Spielerinnen integrieren muss und da muss sich einiges finden. Dann hatten wir auch noch eine Phase, wo wir viele Ausfälle zu beklagen hatten. Und dennoch hat die Mannschaft jedes Spiel sehr souverän bestritten, sehr dominant und vor allem in der Offensive immer wieder gute Akzente gesetzt. Und das ist sehr positiv. Wir müssen natürlich schauen, dass wir gerade in den Spielen, wo es ganz eng zugeht, dass wir da in der Defensive sehr kompakt stehen, kompakt bleiben und gerade in der Defensive dann auch die Zweikämpfe annehmen. Und da müssen wir noch eine Schippe draufpacken. Bin aber gute Dinge, weil wir gesehen haben, dass wir es können. Und gab es vielleicht einen Highlight-Moment, den Sie so herausheben würden? Ja, das Pokalspiel in München war natürlich ein besonderes Spiel, weil es sehr, sehr eng war bis zum Schluss und ein sehr offen geführtes Spiel. Und dass wir dann den Siegtreffer erzielt haben, für mich das 2:1 ganz entscheidend gewesen. Das war sehr emotional und deswegen ist das vielleicht etwas herauszustellen. Aber unterm Strich ist jedes Spiel, jedes Tor etwas ganz Besonderes gewesen und davon haben wir ja in der Hinserie jetzt 50 geschossen und da konnten wir schon einige feiern. Sie haben es gerade angesprochen, die Hinrunde soll vergoldet werden in der Rückrunde. Worauf wird es ankommen, damit das Ziel auch am Ende erreicht wird, die Meisterschaft? Ja, zunächst einmal müssen wir weiterhin souverän auftreten, unsere Hausaufgaben machen. Vor allem auch gegen die Mannschaften, die ja, in der Tabelle weiter hinten stehen, die es uns sehr schwer machen, weil sie sehr tief stehen, die uns keine Räume geben. Und da müssen wir einfach unsere Lösungen wieder finden, das Tempo immer hochhalten, das ist das eine. Zum anderen müssen wir aber auch dann in den entscheidenden Momenten in der Defensive da sein, in die Zweikämpfe reinkommen. Wir haben schon noch das ein oder andere Highlight-Spiel vor der Brust. Wir sind in allen 3 Wettbewerben richtig gut dabei. Und gerade dann in der Champions League oder auch im Pokal werden die Spiele sicherlich enger werden. Und da kommt es dann auch darauf an, kompakt zu stehen. Und da müssen wir auf jeden Fall einen Fokus drauf legen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen und am Ende dann eine sehr erfolgreiche Saison wieder hinlegen können. Sind wir auch. Super. Vielen Dank. Danke.